Ja. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Frau Künast das gleich aufnehmen. Sie sprachen, man müsste Mut haben, aber Mut alleine reicht nicht. Eine gewisse Klugheit gehört auch dazu. Sie hatten Mut damals als Ministerin, sich mit Ihrem wissenschaftlichen Beirat dermaßen anzulegen, wegen eines Gutachtens, wegen eines Inhaltes, dass er geschlossen zurückgetreten ist. So viel dazu mit Ihrem Umgang zu wissenschaftlichen Beiräten. Ich habe die Klugheit und werde mich mit diesen Vorschlägen auseinandersetzen. Und das habe ich bereits getan und darf Ihnen auch eine E-Mail von Professor Grete, wie er falsch auch in den Medien wiedergegeben worden ist, mit seiner Zustimmung darf ich den auch an den Ausschuss weiterleiten, aber will noch mal sagen, ich löse keine Beiräte auf, nur weil mir Ihre Ergebnisse nicht passen, so wie Sie das damals getan haben. Guten Abend, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Eine wichtige Debatte, deshalb freue ich mich sehr, dass der Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Fraktion heute Abend um diese Uhrzeit auch da ist. Das sieht bei den anderen Fraktionen anders aus. Und ich freue mich auch heute Abend. Ich freue mich sehr. Frau Kollegin, Frau Ministerin, erstatten Sie mir die Zwischenbemerkung, dass es bei der Bundesregierung auch ziemlich mau aussieht. Ja, es kommt ja. Es kommt ja. Es kommt ja wie bei dem Präsidium hier auf Qualität und nicht auf Quantität an, auch in der Bundesregierung. Deshalb, sehr geehrte. Das sagen wir der Kanzlerin, keine Sorge, das geben wir ihr weiter. Sehr geehrte, ja gut, sie ist außen vor der Klammer. Und explizit auch die vielen Landfrauen und die Landjugend. Wir wollen sie noch stärker unterstützen. Strukturschwache Regionen, dafür werden wir Geld in die Hand nehmen. Niemand soll sich abgehängt fühlen. Man kann sich ja mal versprechen. Ich glaube, auch das ist menschlich, oder? Niemand soll sich. Sie sind es doch gewesen, die neulich getwittert hat, ich würde hier nicht sitzen, während ich bei Kardinal Lehmann war. Ich finde, es kommt schon darauf an, einen Moment länger noch zu warten, bevor man sich äußert. Viele beklagen zwar das Höfesterben und dass die vermeintlich Großen immer größer werden, aber machen gleichzeitig mit, wenn Landwirte pauschal als Klimasünder, Tierquäler und Umweltvergifter in eine Ecke gestellt werden. Und dann wundern sie sich, dass immer weniger junge Menschen sich scheuen, diesen Beruf zu ergreifen. Sehen Sie, das ist genau der Punkt. Zwischenruf der Grünen. Jetzt sagen Sie was zur Sache. Sie tragen dazu bei, dass der Berufsstand der Bauern gespalten wird, dass die Gesellschaft gespalten ist. Sie tragen zu einer Polarisierung bei, indem Sie in gut und in schlechte Landwirtschaft unterteilen, in groß, in klein unterteilen, indem Sie pauschal von Ackergiften und Agrarfabriken reden. Das spaltet die Landwirtschaft. Und das ist auch eine Arroganz aus einer städtischen Sicht im Land gegenüber. Das tragen wir so nicht mit. Frau Klöckner, ich würde gerne wissen, weil Sie immer hier sitzen und oder hier immer hier stehen und sagen, wir würden aus der Stadt heraus Forderungen stellen. Ich höre aus dem ländlichen Raum die Forderung, dass es endlich Planungssicherheit braucht. Ich höre von Bäuerinnen und Bauern in dieser Republik die Ansage, bitte sagt uns endlich, wie wir zu einer anständigen Landwirtschaft kommen. Wir wollen keine Tierfabriken mehr und wir wollen auch nicht mehr gezwungen sein, mit Ackergiften zu arbeiten. Die wollen Umstellung. Und die wollen eine Landwirtschaftsministerin haben, die an ihrer Seite steht. Die wollen eine Landwirtschaftsministerin haben, die klar erkennt, dass die Klimakrise auch bei einer Umstellung der Landwirtschaft bewältigt wird. Und dafür wollen sie Hilfe. Und sie wollen nicht, dass jemand Landwirtschaftsministerin ist, die nur an der Seite derjenigen steht, die glauben, die Funktionäre der Landwirtschaft zu sein. Wer echte Landwirtschaft will, wer zukunftsfähige Landwirtschaft will, der muss jetzt umstellen und nicht im Klein-Klein immer diejenigen schützen, die weiterhin die alte Landwirtschaft verfechten. Frau Abgeordnete Göring-Eckardt, Sie waren jetzt das beste Beispiel für eine städtische Sicht, die ziemlich wenig mit dem Land und der Landwirtschaft zu tun hat. Denn zu behaupten, dass Landwirte sagen, sie wollen eine anständige Landwirtschaft, unterstellt, dass sie heute eine unanständige Landwirtschaft führen. Und das weise ich wirklich von uns. Und Sie haben wieder von Agrarfabriken gesprochen. Sie selber wissen auch, dass es Ökobetriebe gibt, die tausende Stück von Geflügel haben. Dass, ja eben, und das ist doch Ihr Punkt, das sind keine Agrarfabriken. Ich will es noch mal festhalten, Frau Göring-Eckardt sagt, tausende Stück von
von Geflügel. Das sind keine Agrarfabriken. Nur dann nicht, wenn sie ihrer Vorstellung von Wirtschaftsweise entsprechen. Und das ist das, was doch zur Spaltung in unserer Gesellschaft führt. Es ist doch nicht die Quantität, sondern die Qualität, wie gewirtschaftet wird. Wenn Sie einen kleinen Betrieb haben, den Sie nie als Agrarfabrik titulieren würden, der aber nicht ordentlich mit Tieren umgeht, nicht ordentlich mit dem Boden umgeht, dann ist doch die Addition von klein nicht gut. Und deshalb sage ich, lassen Sie diese Kampfbegriffe weg. Ackergifte und Agrarfabriken. Wissen Sie, auch die, Sie treffen damit auch Ihre Ökolandwirte. Die brauchen auch Pflanzenschutzmittel. Die brauchen nämlich auch entsprechende, Sie würden es Ackergift nennen. Hören Sie auf, die Landwirtschaft zu spalten. Es ist gut, dass nicht die Grünen dieses Ministerium führen. Und das Bundesprogramm, ich habe Sie nicht verstanden. Bei der Wahrheit bleiben, das ist wunderbar. Der Herr Ebner ist ja jemand, der gerne mit der Wahrheit arbeitet, vor allen Dingen auf Twitter. Und wenn wir uns das anschauen, Herr Ebner ist ja einer der Vertreter der Apokalyptiker. Wenn wir zum Beispiel über das Thema, ja doch, mit Apokalypse kann man Ängste verbreiten und Ängste lähmen und so können Sie Leute natürlich auch für sich gewinnen. Bleiben wir doch mal dabei. Wie können wir Zielkonflikte lösen? Ihr Parteivorsitzender hat es ja versucht, dann wurde er zurückgepfiffen, Herr Habeck. Wir können Zielkonflikte lösen, indem wir neue Pflanzenzüchtungen angehen. Wir wollen weniger Pflanzenschutzmittel. Wir wollen im Klimaschutz klimastabile Pflanzen haben. Und wir wollen Ertragssicherheit haben. Es ist doch eine Arroganz zu sagen, wir brauchen kein CRISPR-Cas, eine Arroganz gegenüber allen Ländern, die vor Hunger sich auf den Weg hierher machen müssen. Wo ist das C? Das ist jetzt ganz wunderbar. Wo ist das C? Wissen Sie, der Punkt ist genau der. Wir können von einer Überheblichkeit. Wissen Sie, wir haben ja gefühlt 80 Millionen Hobby-Agrarwissenschaftler in Deutschland. Sie sagen der Landwirtschaft, was sie zu tun hat. Sie selber kriegen sie wahrscheinlich schon, aber keine Kartoffel groß. Und wir müssen doch einmal deutlich machen, dass Landwirte so gut ausgebildet sind, diese Generation wie noch nie zuvor. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die grünen Mitarbeiter besser ausgebildet sind als die Landwirte, die davon leben müssen. Da Sie gerade, bitte würden Sie stehen bleiben. Da Sie gerade bei den Widersprüchen der anderen sind, fange ich erst mal bei den Widersprüchen der FDP an. Das ist ja wunderbar bei der FDP. Sie sagen mir, Sie stehen an der Seite der Landwirte und sehen jetzt Ihre große Chance. Und wieder besseren Wissens versprechen Sie Dinge, die Sie gar nicht so umsetzen könnten. Ich finde es hochinteressant, dass Sie just dort an die Wurzel gehen wollen, wo es unsere Landwirte am meisten trifft, wenn sie nämlich krank sind, im Alter sind oder Unfälle haben. Unsere landwirtschaftliche Sozialversicherung, 4,1 Milliarden Euro geben wir dort rein. Das will die FDP ändern. Die FDP will diese abschaffen und eingliedern in die andere Sozialversicherung. Das würde massive Kosten verursachen. Das ist für mich ein Widerspruch, den Sie erst mal auflösen müssen. Dann kommen wir zu Ihrer grundsätzlichen Frage. Und da antworte ich auch sehr gerne drauf und bedanke mich auch sehr herzlich. Dass wir einen Insektenrückgang haben, das ist unbestritten. Ich weiß nicht, oder gehört die FDP auch dann bald zu denen, die Klimawandel leugnen und dann auch Insektenrückgang leugnen? Weiß ich jetzt nicht, ob das so ist. Ich hatte den Eindruck, deshalb. Eine Haushaltsdebatte soll ja Wissen mehren. Und deshalb möchte ich ganz kurz noch, sehr geehrter Kollege Lindner, Ihnen noch etwas verdeutlichen. Ich glaube, Sie haben etwas verwechselt eben. Sie haben Glyphosat und Neonicotinoide verwechselt. Es gibt eine Reduktionsstrategie für Glyphosat und es gibt ein Verbot für Neonicotinoide. Und ich glaube, da sind wir nämlich, lieber, ja, sehen Sie, das ist genau wieder der Punkt bei Ihnen. Wir haben ein Verbot umgesetzt, das. Doch, 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 sehen Sie. Und das ist natürlich das Problem. Da sind Sie manchmal nicht anders als die AfD. Sie nehmen einen Oberbegriff, nur um die Menschen zu verunsichern. Sie wissen, dass wir dem EU-Kommissionsvorschlag zugestimmt haben, dass Neonicotinoide nicht mehr in Freiland eingesetzt werden. Und insofern war diese Verwechslung, kann passieren, aber ich wollte sie einfach noch mal klarstellen. Es sind am Ende auch nicht die Frage, ob man überhaupt eine Wohnung findet, sondern genau das Gegenteil. Ganz häufig ist es so, dass die Älteren zurückbleiben, Klassen, Schulen geschlossen werden, weil zu wenig da sind und der letzte Bus auch noch eingestellt wird. Und unser ganz konkreter, Frau Kollegin, das Problem ist natürlich, dass die Grünen mit den ländlichen Räumen so wenig zu tun haben und deshalb meist die Vorstellung haben,
Wissen Sie, für Sie als Grüne sind die ländlichen Räume doch nur eins. Für Sie als Grüne sind die ländlichen Räume doch nur Kompensationsräume für die Wünsche von Großstädtern. In den ländlichen Räumen soll am Ende eine nostalgische Landwirtschaft betrieben werden, sollen die Windräder stehen für die erneuerbaren Energien, die Ihre städtische Klientel sich wünscht. Und wir sagen, gleichwertige Lebensverhältnisse heißt am Ende, auf gleicher Augenhöhe zu sein, für Digitalisierung einzugestehen. Und ich muss sagen, ich bin dankbar, dass diese Bundesregierung so viel für Kommunen und Entwicklung in den ländlichen Räumen macht. Da kann Frau Künast heute noch von träumen, denn in ihrer Zeit hat sie nie daran gedacht. Frau Ministerin, aus der Fraktion der Grünen gibt es einen Wunsch nach einer Frage. Gestatten Sie den? Also sehr gerne. Jetzt weiß ich nicht, ob das eine Frage ist oder ein Statement wegen des Reinrufs. Also ich bin gern für Fragen da. Was haben Sie denn, was ist dann los mit Ihnen? Frau Ministerin, mein Gott, also, ja, ist doch in Ordnung, also ein bisschen Kultur im Auseinandersetzen, ich würde Ihnen gern zuhören, bitte. Frau Ministerin, wenn Sie sagen, wir Grünen haben nichts mit dem Land zu tun, dann würde mich schon interessieren, ob Sie wissen, wo die Kollegin herkommt, wo der Kollege herkommt, wo ich herkomme. Ja, wenn man also, Sie haben vorher gesagt, man glaubt einander zu kennen, man weiß aber nicht voneinander. Sie haben gerade das beste Beispiel dafür geliefert. Ich komme aus dem Wahlkreis Almheim. Also, ich muss Ihnen mal sagen, sehr geehrte Frau Kollegin, es gibt einen ganz klaren Unterschied zwischen Haltung und Herkunft. Und das mache ich Ihnen hier gerade klar, was ländliche Räume eben anbelangt. Ich möchte gerne zu den Nahrungsergänzungsmitteln eine Nachfrage stellen, Frau Ministerin. Wir wissen ja alle, dass da durchaus auch Gesundheitsgefahren drin liegen. Wir hatten die Erwartung, dass die Europäische Union vor einigen Jahren eine EU-weite Regelung macht. Macht sie aber nicht. Es gibt von dort auch keine terminlichen Ansagen. Sie haben aus dem Haus und nachgeordneter Behörde konkrete Vorschläge für Höchstmengenregulierung bei Nahrungsergänzungsmitteln. Wann werden Sie die national umsetzen? Da es ja keine zeitliche Perspektive gibt, wann das europäisch passieren wird, nicht mal eine Vorlage der EU. Und wir müssen uns ja um gesundheitliche Fragen kümmern. Bei Corona hatten wir vorhin das Thema, dass Gesundheit vor Wirtschaft geht. Das erwarte ich auch hier. Da das Gesundheitsgefahren ist, die konkrete Frage, wann genau werden Sie Ihre eigene Vorlage aus dem Haus umsetzen, damit in Deutschland eine Höchstmengenregelung gilt? Danke, Frau Künast. Ich konnte auf keine Vorlagen aus Ihrer Amtszeit zurückgreifen. Ich will nur kurz sagen, dass das Thema Nahrungsergänzungsmittel... Wenn Sie mich nicht dran gehindert hätten... Das war nicht ich allein. Also das Thema Nahrungsergänzungsmittel ist eine wichtige Fragestellung, weil wir auch gesehen haben, das habe ich untersuchen lassen. Ich dachte, Sie hätten Interesse an meiner Antwort. Herr Kollege Thurmel, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage? Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon.